So, hallo, wir machen weiter bei Kirby. Es ist Bosszeit. Und ja, es ist Bosszeit. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Der Sammler der Schlaflosschlucht. Diesmal lese ich es richtig und nicht Schlafloss. Ich habe das wie Flosse gelesen. Okay. Das ist ja alles nur wieder Intro. Da ist die Maxi-Tomate, die wir nicht brauchen. Da sind die Fähigkeiten, die ich hierfür bekomme. Sollen wir es gleich mal ohne probieren? Und gleich mal die Mission machen ohne Dings? Probieren wir es mal ohne. Dann können wir gucken, was wir brauchen. Oha! Hier sind die ganzen Poster aufgehangen. Okay. Ach, bekomme ich ihn gleich wieder, oder was? Nein, das ist nur eine Deko, ne? Genau. Ach, du grüne Neune. Gürteltor. Okay, der wirft mit Käfig. Was? Was habe ich getan? Trifft drei von Gürteltor angefertigten Kirby-Basteleien. Ach so. Easy Mission. Oh. Ah, da ist der Stern. Oh, nee. Alter, wie der aussieht, wie so eine Comicfigur einfach. What the hell? Der ist total verstört. Nein, nicht schon wieder. Sheesh. Okay, nächste Phase. Uns rollt eine Runde. Oh, ja, wir fallen eine Runde. Okay, größere Arena oder was? Nee. Oh, ja, okay. Okay, jetzt erst. Also er rollt ein paar Mal, erst dann kann ich ihn treffen. Vorher nicht. Aua. Sheesh! Jetzt kommt er mit seinem scheiß Käfig. Der ohne Schaden wird interessant. So viel dazu. Okay, ich glaube, die Mission ohne Fähigkeit und ohne Kirby kombiniert man nicht. ohne Fähigkeit und ohne Kirby, ohne Schaden. Ich halte die Bomben für eine ganz gute Idee. Jetzt muss ich aber die Dinger nochmal abwerfen, ne? Natürlich. Das muss ich aber auch in der ersten Phase machen, weil danach sind ja da keine Kirby-Figuren mehr. Das heißt, bevor ich den jetzt hier entsprechend erledige, muss ich die erstmal abspringen. Oh, der wird auch Spaß machen in der Arena. Ach du Schande. Hallo, wieso kommt die Figur nicht runter? Jetzt.
So, jetzt hier ins Gesicht. Ja, Frissbomben. Ui. Ach komm, mach halt deinen Käfig wieder. Aber schön, wie die in ihn reinlaufen noch näher. Na, oh Gott. Noch nachträglich. Jetzt kommt der Käfig. Sehr schön. Was kommt denn jetzt? Okay. Alter, was? Yo, wie kann man dem denn ausweichen? What the hell? Sheesh. Ich habe meine Bomben verloren. Wo sind meine Bomben? Ich habe keine Ahnung. Da sind meine Bomben. Jetzt sind sie nicht mehr da. Okay, hier kann ich... Wo bin ich vor dem Quatsch sicher? What the hell? Alter, jetzt schießt er das wieder irgendwo hin. Ja, what the... Jetzt kommt er wieder an. Alter. Alter, yo. Was bist du denn? Okay. Probieren wir mal den Igel. So Rollen gegen Rollen mäßig. Scheiße. Okay, den kann ich ziemlich gut damit dauerhaft treffen. Ja, das ist ein ziemlich guter Dauerschaden. Kann ich damit auch gut ausweichen? Aua. Ja, ich kann damit sogar ausweichen und ihn dabei treffen. Aua, der mich aber auch. Ich weiß halt absolut nicht, wie ich dem ausweichen kann. Ich bin tot. Jo, aber ich glaube, mit dem Igel habe ich bisher die besten Chancen. Nein, Spiel. Nein. Aber da die Mission ohne Schaden? Oha. Da muss ich mir aber ganz gute Taktiken überlegen. Ich weiß ja noch nicht mal ansatzweise, wie ich dem in dieser Phase ausweichen kann. So, haben wir alle Figuren? Jawohl. Aber vielleicht gibt es hier auch keine ohne Schaden-Mission. Hahaha.
Sheesh. Nein. Wollten wir skippen. So, okay. Wie weicht man dem Quatsch aus? Ja, Bruder. Nochmal und nochmal. Okay, so weit raus. Eieiei. Aber jetzt kommt richtig krasse. Oh, ich kann mit dem Ding die Sterne einsammeln. Oh mein Gott. Das war mir noch gar nicht bewusst. Okay. Ich kann mit dem die Sterne einsammeln. Kann ich dann alle Sterne auf einmal auf den schleudern? Oh, so nicht. Yo, kann ich jetzt einfach alle auf ihn schleudern? Schade. Okay, ich glaube, dem kann man ausweichen, indem man einfach nicht zu ihm hingeht. Und der geht nicht gezielt auf einen, der rollt einfach eine Runde durch die Gegend. Okay, ja. Okay, alles klar. Dann kann ich ausweichen. Normalerweise. Tschüss. Okay, das war's fast. Leider nur fast. Weg da. Nein, der kommt zu mir. Das war knapp. Okay, sehr gut. Schön den Stern mitnehmen, dass ich ihm den gleich ins Gesicht schmeißen kann, wenn er aufhört. Scheiße. Okay, jetzt aber. Tschüss. Bruder, immerhin geschafft. Das wird interessant mit den Missionen. Eieiei. Blizzard. Was? Eine vierte Ice Power? Es gibt ein viertes Level? Ich dachte, bei drei ist Schluss. What? Okay. Ja, dann wird es wohl auch noch ein viertes Schwert geben. Mit der Spezialpower Hammer. Alles klar. Mist. Ja, dann ist Spezialpower Hammer, dann ist ohne Schaden und dann ist Zeit. Mission. Ja, großartig. Wobei ich glaube, die Zeitmission ist wahrscheinlich als Stachel-Kirby am besten. Ja, Serie 3, alles klar. Aber Eis kann nochmal weiterentwickelt werden. Was ist da denn los? Sick. Nee, warte, haben wir Eis überhaupt schon als Dreier? Ach, lol. Das ist die dritte. Hab nix gesagt. Ja, jetzt verstehe ich das schon eher. Das ist die dritte Eisfähigkeit. Upsi. Yo. Die ist auch geil.
Sagst du auch, ne? Yes. Okay. Aber auf der Oberwelt ist jetzt gar nicht... Warte mal, hä? Auf der Oberwelt hat es jetzt ja gar nicht die nächste Karte aufgemacht. Oder ging das erst immer danach, wenn ich aus Wörtel die Stadt zurückkomme? Hoppala. Ich wollte dich nicht abschießen, aber du hast eine rote... Warum? Was ist denn bei dir los? Ach so, ja, okay. Ist nicht, nichts Neues. Schade, ich dachte schon. Gibt es jetzt eigentlich eine neue Kolosseum-Mission, wo wir jetzt den dritten Boss kennen? Den dritten Boss, den... Wobei, wir kennen jetzt zwei weitere Bosses sogar. Es könnte wirklich eine neue Mission geben, eine neue Kolosseum geben. Krieg ich das mitgeteilt oder muss ich da einfach mal hier anfragen? Ne, es gibt bisher nur Meta-Knight-Turnier. Okay. Ja, da kommt bestimmt noch mehr dazu. Kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. Safe kommt da noch mehr dazu. Okay, aber sonst ist hier nichts neu, ne? Ne, alles... Alles wie gehabt. Alles wie gehabt. Okay. Ich meine, man könnte natürlich auch für die Ohne-Schaden-Mission einfach mal mit dem Meta-Knight-Schwert zu dem Kollegen gehen. Hoppala. Na? Gehen wir doch mal mit dem Meta-Knight-Schwert zu dem Kollegen. Vielleicht kriege ich das ja hin. Muss ja nur oft genug ausweichen und ihm halt ordentlich geben. Hm. Oh, jetzt geht's auf. Okay, alles klar. Oh, ist das eine Lava-Welt? Oh, yes, das ist eine Lava-Welt. Holy moly. Fabrik-Lava. Rotharz verbotene Lande. Okay. Ich will mal ganz kurz nur zum Boss hochfliegen. Ah nein, das ist noch nicht final. Dann geht's nämlich nach dem Boss, geht's dann da hoch. Da kann ich jetzt noch nicht hoch. Okay, ich verstehe. Wollte ich mir nur mal kurz angucken. Boah, die Musik hier drin ist auch wieder richtig gut. Secrets suchen wir dann später hier, ne? Jetzt geht's erstmal hier rum. Oh, aber der ist schon ein crazy Boss, ne? Die haben sich schon was ausgedacht. Kann man nichts sagen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden das Schwert macht. Bin mal gespannt. Die Figuren muss ich jetzt ja nicht nochmal erwischen. Hoppala. Macht gut Schaden. So, jetzt muss ich halt... Wow. Muss ich halt nur gut ausweichen. Okay. Okay. Und nochmal. Okay.
Okay. Ich bin ungünstig. Okay, passt. Und weg. Okay, nice. So, jetzt schön aufpassen, wo der hinsaust mit seinem Ding. Weg. Weg. Okay, jetzt geht er in die Richtung. Ich glaube, das sollten wir haben. Ja. Ach, jetzt schickt er das jetzt erst zu uns. Weg. Jetzt komm. Oh nein, ich bin ungünstig hier. Okay, nice. Drauf, 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 drauf. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer feste drauf. Das war's. Du kannst mich mal. Nein! Mist. Yes! Oh, ich hatte so Angst, ihn nicht mitzutreffen. Okay, ohne Schaden haben wir schon mal. Sehr schön. Ah, oh, Schwert, Schwert, gutes Schwert. Gutes Schwert. Huh! Oh, die Zeit haben wir auch. Ja, nice. Ja, nice. Beides mitgenommen. Zeit und Schaden. Jetzt muss ich nur noch mit dem Hammer drauf. Okay, dann ist das gar nicht so schlimm. Wenn man mal seine Muster kennt, ist der gar nicht mehr so schlimm. Huh, sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. Weil mit dem Hammer ihn jetzt einfach nur besiegt, das muss jetzt ja machbar sein. Also, ne? Ich weiß jetzt ja, wie ich ihm ausweichen kann. Dann komme ich auch mit dem Hammer gegen ihn an. Finde ich gut. Finde ich gut. Was sich erst als crazy dargestellt hat, ist dann gar nicht mehr so schlimm. Sehr, sehr schön. Okay. Okay, wenn er brennt, hat er seine höchste Phase. Die Frage ist nur, ob wir das wollen, ihn so zu treffen. Mal gucken. Scheiße. Er war schneller. Ja, das ist einmal. Jetzt. Nice. Okay. Wenn er jetzt rollt, ist natürlich nicht so gut, ihn zu treffen, wahrscheinlich. Aber wir können ihn dafür schön treffen, wenn er liegt. Genau. Das war zu bald, aber es ist egal. Ja, das ist... Jetzt ist es echt nicht mehr schwierig, jetzt wenn ich weiß, wie es geht. Und tschüss! Nein, ich brauche den Hammer. Den darf ich nicht verlieren, da muss ich aufpassen. Das war nicht so günstig. Ich war nur ungeduldig. Ist in Ordnung. Dann halt jetzt. Abflug. Das war's mit dir. Juhu. Easy. Yay.
Okay. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal eine Runde Eisbert-Schatzstraße machen. Ist jetzt dann eigentlich hier das Symbol da? Ja, jetzt ist das Symbol da. Wir haben also alle, nur halt noch nicht die Zeit bei dem Eisbert. Okay, da hätte ich auch hinfliegen können. Ich dachte, man geht direkt ins Level. Aber nein, man portet sich nur hin. Ah, das war Schwachsinn, da zu warten. Ich sollte die nach hinten schicken. Oder so. Gut. Okay, wow, das ist jetzt mal ziemlich schnell gegangen, was gut ist, weil ich da hinten halt Zeit brauche. Ich versuche mal in der Mitte zu bleiben oder so, ich weiß nicht. Und ihm so Figuren halt reinzuknallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was... Jetzt habe ich gerade, jetzt mache ich gerade richtig Schaden, wenn er liegt, okay. Jo, wir haben gerade richtig gut Schaden gemacht. Ich will das nochmal hin. Jetzt mache ich gerade ganz wenig Schaden. Woran liegt es, dass ich mal mehr und mal weniger mache? Jetzt mache ich wieder viel. Das soll mir recht sein. Jetzt bin ich nicht mehr drin. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, okay, das war's. Let's go, let's go, let's go. Yes. Erfolg auf ganzer Linie in diesem Part. Oh mein Gott, ja. Sehr gut. Dann können wir jetzt sogar auch noch schnell den Kommentar von Yrasira durchgehen. Der hat nämlich mir zwei Secrets geschrieben, die wir auch noch nicht gesehen haben. Eines hatte ich mir tatsächlich gedacht, ob das möglich ist. Hab's aber nicht ausprobiert, weil ich doof bin. Das machen wir gleich. Hier. In dem Level ist am Schluss ja so ein Hotel im Hintergrund, ne? Wo ich eben durch dieses Hotel im Hintergrund auf die Idee, auf der, wodurch ich daran erinnert wurde, dass es dieses Secret überhaupt gab. Und hier kann man auch, hinten, wenn man am Ziel ist, kann man über den Zaun fliegen. Das hätte ich einfach mal ausprobieren sollen, weil das hatte ich mir fast gedacht. Das hatte ich mir fast gedacht. Hab's aber dann halt nicht ausprobiert, weil ich doof bin. So, ab in den immer noch ersten Abschnitt. Wie gesagt, ich verstehe das nicht mit dem Abschnitt. Also das ist... Ich kann es mir nur als Übersetzungsfehler vorstellen. Ich würde echt mal gerne wissen, wie das im Englischen hieß. Aber man kann ja hier keine Sprachen umstellen, ne? Nee. Aber selbst wenn ich Sprachen umstellen könnte, ich bekomme den Tipp ja nicht mehr, also... Ja. Ach, geh doch heim. So, also hier kann ich über den Zaun. Ja, gut. Ja, ne? Weil, als ich das so gesehen habe, hatte ich ja eben diese Erinnerung,
dass man eben bei dem einen schießen kann und habe dann aber nicht damit gerechnet, dass man hier auch hinter kann. Wo genau eigentlich? Ach, hier! Ah, siehst du, das habe ich nicht gesehen. Cool! Okay. Oh, da ist richtig viel Schatzkram hier. Und eine Maxi-Tomate. Oh, Geld sammeln, okay. Und vor allem die Dinger. Okay, I see. Also, die Kristalle sind natürlich wichtiger. Deswegen kommt er auch hier... Oh, jetzt weiß ich nicht, in welchen Kisten was drin ist. Okay, sehr gut. Schlaf-Kirby, den wollen wir nicht einsammeln. Okay, sehr gut. Nein, nicht Schlaf-Kirby werden. Sehr gut. Prima. Cooles Secret auch wieder, ne? Richtig schönes Secret. Also wie gesagt, wenn ihr sowas kennt, gerne einfach Bescheid sagen, weil ihr habt ja gesehen, ich hab's verpasst. Und ich wäre nicht mehr in das Level zurückgegangen. Sehr schön. Cool. Das war Secret Nummer 1, was Rasierer uns erzählt hat. Es gibt noch ein zweites. Sehr cool. Okay. Aber schon. Und das zweite ist im Level 3-4. Im Level 3-4 in dem Bonusraum. Mit dem Auto bis Sekunde 86 warten und dann ins Ziel fahren. Oh, okay. Oh. Oh. Wait, 3-4? Was ist 3-4? Ist das da? Nee, ach, 3-4. Ist das 3-4? Jetzt ist die Frage, ist 3-4? Ist 3-4, Welt 3, Level 4 oder Level 3 in Welt 4? Scheiße. Wo gab's denn einen Bonusraum mit einem Auto? In dem Bonusraum mit dem Auto bis Sekunde und dann ins Ziel fahren. Mit einer 86, Zeit. Ah, ist das jetzt das da oder da? Warte, ich geh mal kurz hier und guck mal, was es mir anzeigt. Ob das 3-4. Es sagt leider gar nichts. Das sagt einfach nur Invasion im Horrorhaus. Hm, aber gab es da ein Auto in einem Bonusabschnitt? Kann ich mich nämlich nicht erinnern. Die Frage ist dann aber... 3-4 wäre ja das, da dieses Windlevel, ne? Gab's da ein Auto? Mit einer Zeit? Ja, auf die Gefahren, dass ich jetzt irgendwas doppelt mache. Das war doch das Level, wo ich mich so aufgeregt habe mit dem Feuer und so, ne? Ah, okay, also Bonusraum finden und dann Auto. Mal gucken, ob ich hier den Bonusraum mit einem Auto finde. Ansonsten bin ich hier falsch. Ist dann aber auch nicht dramatisch. Ups.
kam ich denn hier rein? Wait a moment. Okay, nee. Ist das der Bonusraum? Ach nee, das ist, glaube ich, für das hier, ne? Das ist die Kapsel. War hier ein Bonusraum, ist jetzt die große Frage. Ach, da muss ich mich reinrollen. Ich bin dumm. Ich muss den Igel. Ich brauche den Igel. Igel! Wir sind doch genug Igel unterwegs gewesen. Bruder. Ah nee, wait, hier war die Rolle. Hier war die Rolle, ich Trottel. So rum ist die Geschichte richtig. So rum ist die Geschichte richtig. Und da ist der Igel und damit kann ich rollen. Jetzt. Jetzt ergibt alles Sinn. Komplett vergessen einfach. Aber das war kein... Okay, das war nur das hier. Okay, das war nicht wichtig in dem Sinne. Fürs... Ich glaube, der Bonusraum ist wahrscheinlich im Horrorhaus. Aber im Horrorhaus kann ich mich halt auch nicht erinnern, wo da ein Auto... wo da eine Autorennstrecke war. Aber also, das hier fühlt sich jetzt auf jeden Fall falsch an. Egal, jetzt spielen wir es weiter, allein schon, dass die Kapseln gespeichert werden. So. Wo war hier ein Bonusraum noch? Ah, wait, hier war was, wo man runterfallen konnte, ne? Hier war irgendwo eine Stelle, wo man runterfallen... Halt, da habe ich Feuer für gebraucht. Stimmt, deswegen hatte ich mich ja damals so geärgert, dass ich nicht zurück konnte. Oh, das wär mies, den gleichen Fehler nochmal machen. So, wo geht ihr hin? Ihr geht hier hin, okay. Das war's nicht. Das war das nächste. Ja, ich erinnere mich. Nee, das war's nicht. Da! Nee, da. Genau. Nein! Puh. Hier. Ach nee, das war nur eine Lampe. Ah nee, die hat nur den Weg gezeigt in den Bonusraum. Der Bonusraum ist hier unten. Ist da der Bonusraum mit dem Auto? Nein. Scheiße. Das war ein anderer Bonusraum. Ach, Murks. Ach, Murks. Dann war es wahrscheinlich doch Welt 3, 4. Also die andere, also halt, ne? Weißt du schon. Weil hier ist das Ziel jetzt. Nein! Hey, ach so. Ah ja, ich drücke immer die falschen Tasten. Es ist so nervig. So, jetzt. Rüber da.
Okay. Gut. Also nicht gut, weil falsches Level, aber gut, weil Kapseln mitgenommen. Jetzt sind es wahrscheinlich nur alte Kapseln. Aber mittlerweile könnten wir auch Level 3 Kapseln finden. Haben wir schon. Nein, es sind wirklich nur alte Kapseln gewesen. Oder kann ich hier nur Level 1 Kapseln finden? Weiß ich gar nicht. So, also dann 3-4. Dann musst du 3-4 sein. Aber wo war denn da ein Auto? Ich bin verwirrt. Wo war da ein Bonusraum und noch dazu ein Bonusraum mit einem Auto? Ich kann die nicht mal kaputt brennen? Okay. Na gut. Ja, gehen wir nicht auf den Keks. War denn da ein Bonusraum mit einem Auto? Ich kann mich nicht an einen erinnern, tatsächlich. Jetzt kommt die der Lampenabschnitt. Geh einfach weg. Das war Bonus, ne? Ja, genau, das war der Quatsch. Ah, jetzt kommt gleich eine Kapsel, okay. Aber weiß nicht, ob ich die überhaupt noch brauche. Nachdem gerade eh nur eine einzelne, also eine Serie 1 aufgetaucht ist. Aber gut, ich meine, das Ding. Habe eh nichts zu tun, bis das Ding wieder. Wow! Ich wollte sagen, ich habe eh nichts zu tun, bis das Ding wieder auftaucht. Weg geht eher, nicht auftaucht. Weggehen ist die richtige Aussage. Hier oben war ein Weg, ne? Hier oben war ein Bonusraum. Ja, ist da ein Auto drin? Ist hier ein Auto drin? Sieht nicht wie in einem Auto aus. Ach nee, das war das Ding. Ja, ist jetzt eh falsch. Aber egal, es war kein Auto. Hoppala. Gab's hier noch einen anderen Bonusraum? Hier irgendwas? Nee, ist eine Kapsel. I'm confused. Hier hinten gab es noch was. Ist da ein Bonusraum gewesen? Nee, ne? Da ist nur... Da ist kein Raum. War nur ein Wottel. Wo gab es... Gab es hier noch einen anderen Bonusraum? Wow.
Hier war kein anderer Bonusraum. Hier, nee, nee, da ist auch nichts. Da ging es auch nur gerade weiter. Da oben war eine Kapsel. Aber dann kommt doch jetzt auch gleich schon... Ich bin verwirrt. Ja, da unten war die ganz komische Blaupause. Ach ja, hier ist der Automat. Ja, aber dann ist ja das Ziel auch gleich da. Hä? Das ist doch jetzt aber dann... Also das eine war 4-3 und das andere war 3-4. Ich glaube, ich weiß schon, welchen Bonusraum er meint. Es gab da so einen Bonusraum, wo man mit so einem Auto schnell fahren musste. Und das Ganze aber nur ging, wenn man vorher mit dem VLC-Player, also mit dem Pyramidenstopper-Ding halt, wenn man mit dem den Weg hochgebaut hat. Ich denke, das ist der Bonusraum, der gemeint ist, weil das ist der einzige Bonusraum mit Auto und mit Zeit. Aber wo war der? Das war nicht Level 3-4, weil ich war jetzt in Level 3-4 oder 4-3. In beiden war ich jetzt. Wo war der? Könnte das... Warte, 3-4 meint er Welt 3, Level 4. Das geht auch noch. Oh, stimmt, das hier wäre jetzt 3-3 gewesen. Das hier wäre so oder so falsch gewesen. Das wäre 3-3 gewesen. Hier war's. I'm stupid. Hier war's. In dem Eis war ich schon im Richtigen, ne? Bei Eis wäre es tatsächlich 4-3 gewesen. Aber so ist es natürlich Welt 3, Level 4. Ich bin in 3-3 Grad gewesen. Das Horrorhaus ist 3-3. Ups. Ich weiß auch genau, in welchem Raum es ist. Wo man mit dem Wind rüber musste. Da war ein Bonusraum. Ach komm schon. Okay. Jetzt kommt der Wind. Da drüben war das Bonuslevel. Oder so. Irgendwie so. Genau da drüben nämlich. Und da war das Auto? Da war das Auto. Oh mein Gott. Ich bin so doof, ne? Okay, und jetzt soll ich bis 86 Sekunden warten. Woher weiß ich, wann die 86 erreicht? Ah, da oben sehe ich es auch nochmal. Werd nicht versaust und fahre genau nicht bei 86 durch. Wobei, ich habe eigentlich genug Möglichkeiten, das gut zu passen. Also, so lange, eine Sekunde ist schon recht lang. Okay, jetzt müssen wir bis 86 warten. Wenn wir bis 86 warten, können wir uns noch über meine Dummheit aufregen, dass ich im 3-3 drin war.
Ach Mann, ey. Level 3, 4 und ich gehe in 3, 3. Ne, 4, 3 hat, nee, 3, 4 hat er geschrieben. Er hat alles richtig geschrieben. Ich bin nur... Die erste Überlegung mit der Eiswelt, gut, das hätte es sein können, ne? Dass man sagt, es ist Welt 4, Level 3. Dann wäre ich richtig gewesen. Und weil ich da dann im Gedanken auf Level 3 war, wollte ich bei dem anderen auch auf Level 3. Was halt Schwachsinn war. Ha, okay, aber warum 86? Was hat es damit auf sich? Hat es was mit dem Entwicklerstudio wieder zu tun? Wir werden sehen. Und wie kommt man darauf, dass man genau bei 86 hier durchfährt? ...81, 82, 83. LOL! Das ist ja voll witzig. Heißen die HAL 86 oder so? Ja, die haben sich ganz schön oft hier verewigt, ne? Aber finde ich cool. Sehr, sehr cool. Sehr geiles Secret. Ja, danke auch dafür, für den guten Tipp. Den du richtig geschrieben hast und ich nur falsch interpretiert habe. Nice. Okay. Jetzt müssen wir das Level nur noch beenden. Aber ist ja zum Glück nicht mehr weit. Bin schon gespannt auf die vierte Fähigkeit vom Wind. Auf die dritte meine ich natürlich. Wie die aussieht. Ja, es hat ganz schön viel in dem Part wieder passiert, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt, was wir alles gemacht haben. Oh Gott. Wir haben den Boss besiegt. Wir haben die Missionen beim Boss gemacht. Wir haben das Eisbett-Ding noch geschafft. Und jetzt hier die Secrets. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. So. Prima. Okay. Nice, nice, nice. Ja, aber es kommt keine neue Kapsel mehr. Ich glaube, hier haben wir alles. Ich glaube, in Serie 1 haben wir alles voll. So, jetzt würde mich mal interessieren... Ah, das sehe ich hier wieder gar nicht. Yay. Okay. Nee, mich würde nichts mehr interessieren. Wir sind durch. Alles gut. Alles gut, wir sind fertig. Wir suchen dann nächstes Mal hier Secrets. Und fangen dann hier an. Aber ich beende hier auch mal die Aufnahmesession. Sollten wieder ein paar Folgen Kirby sein, die Fortnite, glaube ich, jetzt überspringen. Ja, aber bei Fortnite habe ich auch letztens recht viel aufgenommen. Ungewollt eigentlich. Weil Fortnite ganz viele neue Missionen hatte, auch Story-Missionen, und das hat mich dann doch wieder gepackt. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.